Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, Freunde, heute Double Upload. Ihr wisst selber, der Grind ist real. Wir versuchen CR7 zu jagen, ne? Oder einen anderen 99er. Ich würde alle nehmen. Ich schneide euch in diesem Video hier alles zusammen, so was so am Samstag noch gezogen wurde, ne? Morgens, mittags, abends, Sonntag früh noch. Ansonsten haben wir jetzt gerade noch vor 19 Uhr. Ich weiß noch nicht, was heute Sonntag 19 Uhr gekommen ist. Checkt auf jeden Fall das Video, was heute schon kam, ab. Das war so ein Rating-Video zu EAFC schon. Unbedingt abchecken. Gestern habe ich sogar eine Champions League Prediction Prognose mit dem Modus gemacht. In FIFA 23 könnt ihr auch gerne abchecken. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Freunde. Und viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt ein paar Picks gemacht. Thierry Henry. Wir sind kurz davor, den abzuschließen. Es ist Samstag früh. Gönn Special Cards. Also, ich habe schon gesehen. Also das war skandalös. Die sind echt nicht in diesen Picks und in diesen ganzen Sachen, ne? Er hätte Süle nehmen sollen für 80er, aber egal. Anthony, jawoll. Oder die haben das rapide runtergeschraubt. Ganz komisch. Ah, okay, okay. Aber komm, ein Footies muss man doch hier ziehen, oder? Benacer ziehe ich irgendwie. Habe ich schon 5, 6 Mal gezogen, Freunde, offstream. Oder off Aufnahme auch. Jetzt wieder hier ein bisschen Picks machen. 10x85 plus auch schon gemacht. Ein paar Stück, ne? 3, 4. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich habe gerade ein Video geschaut von Tactics. Und, gebe ich jetzt auch Messi-Footies drin? Neymar-Footies? Also irgendwie Batch 1, 3 und 5 oder so? Irgendwie sowas. Hat er erzählt. Check mal sein letztes Video ab. Also das Video von Samstag früh. Den Link unter seinem Video. Da sind wohl diese Spiele alle drin. Ganz komisch. Bin mal gespannt. Werden wir ja sehen, wenn wir ziehen oder auch nicht ziehen. Hier haben wir ein paar Special Cards. Also ich dachte echt, ihr hättet komplett gegönnt nach dem letzten Video von mir, ne? Aber hier sieht man, ich hatte einfach nur Glück. Taylor Navas. Tier. Galeno. Krass. Rein in die Packs. So, 10x85 plus wieder ein Footies wäre nice. Gerson Fernandes, Dankeschön. 10x85 plus ein Leben lang. Diego Carlos und Dumfries, zwei Footies in einem Pack. OMG. Ein Leben lang. 10x85 plus Marco Reus, ja. Hey, BVB. 2-2 gegen Heidenheim. GG's. Und da ist er abgeschlossen, Freunde. Thierry Henry. Let's go. 99er. Ich hab so Bock. Ich muss Zidane anscheinend machen, ne? Für die Kombination, für die französische Kombination und dynamisches Bild ist da. Richtig nice, finde ich das. Im Duisburg-Trikot, weil damals hat er in Duisburg gespielt, Thierry Henry. Wer das nicht wusste, bei Bambini. Ich hab zugeguckt. Ich war mit dem Kindergarten. Na, 99er und 97. GG's. 10x84 plus. Tots, Skipperino. Hulle, Totti Icon. Ach du Kacken, Hulle. Digga. sonst immer, Mann. Wieso jetzt erst? EA Sports, Hulle Gang. Oh Mann, gutes SPC-Futter. Oh, ein Wunder, Freunde. Carvajal tradable gezogen. Wie viel ist der Mann wert? Digga, war der nicht mal bei 200k noch vor einer Woche? Bruch. Ich dachte, der wäre noch viel wert. Aber immerhin. Immerhin. Oh, Gabriel Jesus nehmen wir auch noch mit. Brasil 97er. Craft to Glory. Der letzte Pick. Ich hoffe, das kommt Samstag 19 Uhr oder Sonntag 19 Uhr wieder zurück. Gönn, gönn, gönn EA Sports. Wir verdecken es wieder. Let's go to the more today. R3. Ich sehe die Karte. Den habe ich schon gezogen. Auf dem zweiten Account auch. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, aber Jadon Sancho. Okocha. Alisson Becker. Also ich glaube langsam, die Footies sind es auch nicht mehr. Ne? Oh mein Gott. Ach, ist das brüchig. So, Freunde, wir haben jetzt Sonntag früh. Jude Bellingham ist Samstag gekommen. Den werde ich 100% machen. Zidane, 6 Stück gemacht, brüchig. Ich sage euch ehrlich, das Craft nur mit 10x84ern, ohne diese 80-plus-Picks, 80-plus-Upgrade, Craft-SBC da, wo man 3 seltene Goldspieler bekommen hat, alle 80-plus.
ist sehr verbrüchigt. Also Respekt an alle, die da weiter grinden mit 10x84 plus. Ihr sitzt da ja mindestens 6 Stunden, 4 Stunden, ist der geisteskrank. Ich warte schön auf die 10x85 plus Packs, versuche damit Bellingham zu machen und bin gespannt, was heute so um 19 Uhr noch kommt. Mal gucken, wen wir hier noch ziehen. So, Nosepack, OP-Pack, auch mal durchlaufen lassen. Vielleicht ist das der Call, Freunde. Vielleicht ist das der Call, den wir alle gebraucht haben für einen Tots. Ich lass mal durchlaufen, lange nicht mehr durchlaufen lassen. Casemiro 94er, Duisburg-Trikot. Ich hoffe, heute haben wir mal gewonnen. In Regensburg, schwer. Und Cap de Villa. Immerhin Footies. Ayo, Longe, auf diese lockere, auch mal ein Footies ziehen. Ja, 3 Footies in einem Pack. 3 Footies in einem Pack. Oh mein Gott, Titel ist gesaved. Auch wenn das Will und Tut Footies sind, Freunde. Den Titel nehme ich mit, sage ich. Ojo. Und 10x85 plus 2 Footies in einem Pack, Bandasa. Wie sehen die bei euch eigentlich aus? Kommentiert das mal ruhig. Komm schon, E-Sports. 2 Footies in einem Pack, OMG, Sadio Mané, Al-Nassr. Und damit ist der Mann in unserem Verein, Jude Bellingham, der Retter von Real aktuell, also der Mann, come to Munich, Bro, Bayern München, schade. Schade, leider nicht gekommen. Ich verneige mich vor dir. Wir haben Bellingham abgeschlossen. Dann mal gucken, was heute Sonntag 19 Uhr noch rauskommt. Dann sehen wir uns wahrscheinlich zu den Picks. Erstmal 80 plus und dann 94 Player Picks, falls das kam. Okay, Freunde, wir haben 19 Uhr. Ihr seht, was gekommen ist. 94 Footies, Spielerball wieder, dreimal wiederholbar. Dann haben wir diese neue Ära SBC. Denkt dran, das zu machen für EAFC, ganz wichtig. King Ming Jazz gekommen, ne, Bayern. Ja, mal gucken, ob wir den machen. Wahrscheinlich eh nur für die Bank. Der ist ja nicht mal Premium oder so. Schwer, den zu linken. Ansonsten hat Duisburg heute noch 2-1 verloren. Komplett im Loch, sage ich euch ehrlich. Und das 100-Mal-Packs wiedergekommen. 100x82 plus. Ist sogar, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt teurer. Also irgendwie habe ich mitbekommen, die Anzahl ist verringert worden, aber die Ratings erhöht. Irgendwie sowas. Die Anzahl der Teams, die ihr abgeben müsst. Aber wir fokussieren uns eh nur noch auf die 94-Plus-Spielerball. Ich werde da dieses ganze Craften, Maften wieder machen und dann mal gucken, wie viele wir schaffen. Auch auf dem zweiten Account. Einfach gucken. So, 85-Plus-Pack. Neue Ära. Gönnenden Footies. Oder 2 Tots. Auch okay. GG's zum Abschluss. GG's zum Abschluss. Guck, Gratito-Video, der mal Lucio gezogen. Wir ziehen in einem 10x84 plus viele Tots. GG's. Okay, Freunde, ich werde das Pick hier einmal machen, weil mir fehlen die 10x85 plus. Die kommen ja erst um 1 Uhr morgens. Das heißt, am Montag werde ich die dann weiter craften, dass ich die 2 Picks auf dem Main-Account nochmal mache. Ich versuche aber gleich auf dem zweiten Account noch 2 weitere Picks, dass wir 3 auf jeden Fall haben in dem Video. Und das öffne ich natürlich nicht einfach so. Das Ronaldo-Bild habe ich leider gelöscht, Big F. Aber wir haben Jamal Musiala, bisschen verzerrt, aber so wie der guckt, ne? Bringt er uns Glück, der bringt uns Krisch. Ich öffne, bam, gucke weg, drücke R3. So, und dann ist Jamal auch weg und Carvajal erscheint. Carvajal erscheint und der nächste ist die Nathalie, 96, den habe ich noch gar nicht. Also deswegen schon GG's. Ist okay, aber 99er wäre besser. Oblak, 97er habe ich auch noch nicht. Okay. Und Donovan. Ja, okay. Dann gehen wir mit Rating. 97er, passt. Die Natale würde eh nicht spielen. Gehen wir auf den zweiten Account. So, hier haben wir natürlich auch die neue Ära, ne? Beginnt dann mäßig. Diego Carlos wieder, GG's, guck mal. Und angekommen bei dem zweiten Pick, Freunde, hier. Nach 19 Uhr. Die Männer geben wir ab. Jetzt machen wir mal den Ali. Hier habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir skippen, wir verdecken, wir drücken R3. Dann will ich wieder auf Rating gehen, okay? So, so, so. Rating, dann ziehen wir wieder. Von rechts nach links. Ich mache ein bisschen mit Tempo, ne? 99er Werte will ich sehen. Dribbling. Ja, das ist Sancho, oder? Wenn ich mich nicht irre. Benacer, Digga, aus für Sancho, ach du Kacke. Dann haben wir den Mann. Dann, zack, der nächste. 85, 55, 99. Digga! Bitte. Der sieht nicht verwirrt aus. Der sieht nicht verwirrt aus. Premium Footies, Cristiano Ronaldo, Eldin. Mann. Mann, ich mach das Bild weg, ey.
Aber Bild weg. Der nächste ist Florenzi und Antoine Grisou. Ach man, Freunde. Zweiter Account. Wen nehme ich denn hier? Komm, ich nehme Rating Florenzi. Dann hier wieder 10x85 plus. Cassie und Shio. Das letzte 10x85 plus Pack auf dem zweiten Account für heute. Marco Reusia. Und dann sehen wir uns beim letzten Pick in diesem Video. Okay, Freunde, das letzte Pick. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, Freunde. Road to 700 Abonnenten. Geisteskrank, ne? Fast 2 Monate, 700 Abonnenten. Wir machen weiter. FIFA 23, auch nicht mehr lange. Die AFC steht vor der Tür. Dieses Pick hier werde ich einfach wie ein kaltes Pflaster oder wie ein Pflaster einfach abziehen. Danke für euren Support übrigens. Und wir gehen rein. Mit der Nase. Nosepack OP Pick. Nosepack OP Pick. Ginola! Ginola, Ginola. Ginola, Ginola. Geiler Abschluss, Freunde. Ich weiß, er ist nicht mehr so viel wert und so, ne? Aber immerhin, GG's, Ginola auf diesem Account hier, zweiter Account. Da haben wir auch schon den anderen gezogen, Food Fantasy damals. Ginola gehört hier auf diesen Account. Und ja, in dem Sinne, haut rein und ciao! Yeah. I got 1 grand on my dummy up on. Who caught a million, my go yard dope. I win the game, so you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4. Cause I get me some hands, she been that shit over.